Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben, Markus Meurer. Welcome zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Wieder mit einem Quickie von der Terrasse hier in Jericoacoara. Ist total windstill, aber dafür richtig, richtig heiß. Wir haben über 30 Grad. Uns geht's gut, also langsam gehen die Tage hier leider zu Ende. Und Montagabend, also morgen Abend, fahren wir dann mit dem Nachtbus nach Fortaleza, um dann weiter über Sao Paulo und Abu Dhabi nach Phuket, Thailand zu fliegen, worauf ich mich aber auch tierisch freue. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt ein cooles Thema am Start, nämlich wie designe, beziehungsweise wie briefe ich einen Designer korrekt, so dass dann für mich auch das bestmögliche Ergebnis bei rauskommt, weil ich selber habe mich damit auch am Anfang mega schwer getan, die Sachen irgendwie auf den Punkt zu bringen und in der Sprache zu verfassen, dass auch der andere versteht, was ich meine. Und dafür habe ich mir nochmal die Miri vors Mikro geholt. Wenn ich schon so eine kompetente Designerin hier in der Nähe habe, dann nutze ich das auch aus. Also Miri, herzlich willkommen auf dem Podcast Lifehacks once again. Hallo Markus. Ja, was sind deine Tipps für ein erfolgreiches Briefing? Also ich glaube, das Wichtigste ist, und das betrifft vor allem jemanden, der gerade durchstartet, dass man weiß, wofür steht eigentlich meine Marke oder wofür steht das, was ich machen will. Also was ist vielleicht auch mein Alleinstellungsmerkmal, was hebt mich so ein bisschen ab von den anderen Leuten, was ist auch meine Konkurrenz, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Logo designe und dein größter Konkurrent hat rot und ich mache das Logo rot und zufällig in einer ähnlichen Formensprache, dann wäre das natürlich nicht gut. Also ja, vielleicht so ein bisschen so eine Einschätzung, dass man sagen kann, okay, wer bin ich, was mache ich und vielleicht auch, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, für wen mache ich es, weil für mich ist natürlich auch interessant, wer dann die Kunden von dem jeweiligen Produkt sind. Sind das vielleicht jüngere Leute, sind das sportliche Leute, sind das Leute, die eher irgendwas Klassisches mögen, also ja, sowas ist ganz gut, muss aber auch nicht sein. Und wenn ich schon jetzt irgendwie schon länger ein Unternehmen habe, dann sehe ich ja auch als Designer zum Beispiel auf der Website oder von der Kommunikation, die schon passiert ist, so ein bisschen, okay, der geht in die und die Richtung und mag so und sowas. Also dann ist das Ganze schon so ein bisschen einfacher. Also was dir hilft, ist, wenn es schon eine Website gibt oder irgendeine Strategie, Markenausrichtung, Vision, Mission, also alles, was man Infos kriegen kann, am besten dann rüber zu dir, zum Designer, oder? Ja, eigentlich am besten, also von allen Kanälen, also manchmal vielleicht auch auf Facebook, was du da postest, weil da sehe ich ja auch wieder, was spiegelst du wieder, was für Werte hast du, ja, das hilft mir dann natürlich auch weiter für das Design. Gibt es beim Design überhaupt ein richtig oder falsch? Nee, also es ist auch, man sieht es immer wieder, dass der eine Designer sagt, boah, das ist das geilste Logo überhaupt, der nächste sagt, boah, das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Also auch im Studium war das früher so, dass ich hatte drei Professoren, einer hat gesagt, boah, super, der nächste, nee, es geht überhaupt nicht und der dritte hat auch wieder was ganz anderes gesagt. Das ist beim Design halt schwierig und ja, also am wichtigsten ist schon, dass man sich so einen Designer holt, auch wenn er jetzt nicht in einem bestimmten Feld, wo man vielleicht was macht, schon was gemacht hat, aber dass man so sagt, hey, cool, ich mache irgendwas mit Sport und der hat aber coole Sachen für Solarunternehmen gemacht. Ich sehe schon vom Style her, dass das irgendwie ganz gut passt und ja, dass man das so ein bisschen übertragen kann. Also sollte schon von der Stimmung her passen, wenn ich sage, boah, eigentlich finde ich die Logos scheiße, die er da gemacht hat oder so austauschbar, dann würde ich jetzt nicht unbedingt den Designer auch engagieren. Und was ist der Vorteil, beziehungsweise anders gefragt, macht es Sinn, dann alles über einen Designer abwickeln zu lassen oder ist es okay, wenn du mal das Logo da machst und Banner dann von jemand anderem bauen lässt? Ist das schwierig, auch Sachen zu übergeben an andere Designer, wenn die das überhaupt wollen? Es kommt drauf an. Die Sache ist, wenn ich zum Beispiel jemanden mein Logo designen lasse, ist der schon total, also Logo-Design ist eins der aufwendigsten Dinge überhaupt, weil ein Logo-Design nicht einfach nur das Logo ist, sondern oft auch so das Fundament für die ganze Marke ist. Kommt auch natürlich immer drauf an, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ob es Sinn macht, das alles quasi in einer Hand zu lassen oder ist es okay, man hat jetzt das Logo und vielleicht eine andere günstigere Quelle gefunden und will dann irgendwie weitermachen an seinem Design? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel jetzt dir das Logo macht, dann ist es einfacher für denjenigen Designer auch deine Visitenkarte und dein Briefpapier zu machen. Sage ich jetzt mal beispielsweise. Und es ist immer einfacher für einen Designer, wenn er dich schon kennt und schon Projekte mit dir gemacht hat. Dann geht die Arbeit auch schneller. Das heißt, im Endeffekt kostet es dich auch weniger. Wenn du jetzt aber sagen willst, hey, ich will einfach nur einen Banner machen oder irgendwie einen Flyer und
habe jetzt ein super günstiges Angebot bekommen, kannst du das auch mal ausprobieren. Mhm. Oder auch wenn du sagst, hey, ich war jetzt irgendwie 3 Jahre mit dem Designer zusammen und es hat gut funktioniert, aber ich will mal ein bisschen so frische Luft, dann macht es vielleicht auch Sinn, mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Okay, cool. Woran erkennst du einen guten Designer? Also ich persönlich würde sagen, dass er sich auf dich einstellt, also nicht einfach sein Standardprogramm fährt und immer so vom gleichen Style her für alle Kunden das Gleiche macht, sondern dass er wirklich nachfragt, hey, was macht dich persönlich aus und versucht für dich das beste Logo zu finden und nicht dir einfach seinen Style aufzudrücken. Mhm. Und wenn du dann den Kontakt zu den ersten Designern aufnimmst, was würdest du einem Webseitenbetreiber empfehlen? Was für ein Abrechnungsmodell sollte man versuchen zu machen, damit die Kosten beispielsweise noch überschaubar bleiben? Also für den Kunden an sich wäre immer das Beste, wenn du einen Fixpreis machst. Ja. Für den Designer ist das Bessere, wenn du pro Stunde abrechnest. Ich würde einfach am Anfang wirklich festlegen, wie viel Korrekturschleifen sind da drin, was genau erwarte ich mir, und als Kunde würde ich mir wahrscheinlich wirklich einen Fixpreis holen und schauen, dass ich da in dem Rahmen drin bleibe, weil das dann das Günstigste wird. Mhm. Was genau macht dir so viel Spaß an deinem Job, Sachen zu designen? Mir macht es Spaß, mich so immer wieder in neue Kunden reinzufuchsen und da diese unterschiedlichen Möglichkeiten herauszufinden. Also, und am Ende dann auch einfach einen zufriedenen Kunden zu sehen. Das ist so, diese Bestätigung macht auch total viel Spaß. Mhm. Gibt es bestimmte Formen von Design, die dir mehr Spaß machen als andere? Machst du lieber, Triangle-Banner als Logo-Design oder Briefkopf? Also was schön am Webdesign finde ich, ist halt so schnell, das ist so unmittelbar, oder auch vor allem Social Media, da kannst du einfach so schön die Sachen schnell raushauen. Ja. Bei einem Logo-Design finde ich total cool, dass du meistens so von Null anfängst und noch so die ganze Welt offen ist und so richtig in alle Richtungen denken kannst, oder auch wenn es so ein bisschen in Illustrationen geht oder so, sowas wie Infografiken oder Piktogramme erstellen, dann hast du noch so viele Möglichkeiten, kannst halt mehr dich kreativ ausleben, wenn du jetzt für jemanden einfach nur einen neuen Facebook-Header baust. Aber ja, generell alles, wo du so ein bisschen Freiheiten hast und da so ein bisschen rumprobieren kannst, macht total viel Spaß. Cool, Miri, vielen Dank nochmals für deine Insights zum Thema Briefing, gerade auch Briefing für Designer. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann liked meine Facebook-Seite, gebt mir ein Like auf dem Vorschaubild für die Folge, hinterlasst mir ein Review auf iTunes oder schreibt mir an markus@lifehacks.de. Every feedback is highly appreciated. In diesem Sinne, peace and out.